Der Kondensator. Und somit herzlich willkommen zurück bei Beyond Two Souls. Jodie, wach auf. Na? Was ist los? Zieh dich an. Ich erkläre es dir auf der Fahrt. Die DPR hat ein Programm zur Erforschung der anderen Seite gestartet. Die Infrawelt nennen sie es. Sie haben einen Kondensator, eine Maschine, die eine Kluft ins Jenseits öffnet. Sie haben ein Portal geöffnet? Zu Aidens Welt? Letzte Nacht ist was passiert. Existenzen kamen durch die Kluft und der Kondensator ließ sich nicht runterfahren. Alle im Gebäude wurden getötet. Keins der Rettungsteams kam zurück. Sie wollen, dass du ihnen hilfst und ich sagte ihnen, dass du ja noch ein Kind bist und es ist viel zu gefährlich. Aber sie wissen, dass nur du mit dem fertig wirst, was jenseits dieser Kluft liegt. Weiterfahren! Jodie, wenn du es nicht machen willst, dann sag's. Und wir fahren zurück. Das ist okay. Ich tu's. Ja, und somit herzlich willkommen zurück bei Beyond. Verdammt, Nathan! Das ist Wahnsinn! Du kannst sie nicht da reinschicken! Was denkst du dir? Verstehst das nicht? Sie ist die Einzige, die das beenden kann! Was für ein Chaos. Gibt es irgendwelche Informationen von drin? Ist das die Kleine? Irgendwas? Verzeihung, ich hab gehört, sie können hier nicht Männchen. Durch. Sie kann durch. Oh, Entschuldigung. Los, ich bin bereit. Wieso haben die Biohazard-Anzüge an? Ist das so schlimm? Gibt alles keinen Sinn. Ich will meine Aufwachen. Holy shit. Scheiße, was ist denn an dem passiert? Es wäre die Hölle am Sinn. Er muss sofort in ein Krankenhaus. Los, auf der Stelle! Wie sehen Sie aus? Es ist unmöglich einzudringen. Dorian ist auf den... Beleid, Sir. Wir können nicht zurück. Es hat Strahlung. Und das Gute ist, was wir hier machen. Der Kondensator ist ganz unten im Gebäude. Du musst diesen Kontrollraum finden. Das ist alles, was sie mir sagen konnten. Jodie. Die Existenzen um die Kluft, sie sind nicht wie Aiden. Sie sind aus den Tiefen der anderen Seite und wir wissen fast nichts über sie. Ich lebe mit einer Existenz, über die ich nichts weiß, schon seit ich geboren bin. Ich schaff das. Keine Sorge, ich habe nicht vor zu sterben. Jodie ist so ein Kämpfergeist. Unglaublich, was sie schon alles durchmachen musste. Warte. Wollen wir den richtigen Weg gehen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, Aiden. Aber ich hab Schiss. Ja, ich ehrlich gesagt auch. Vor allem, wenn die Einsatzkräfte hier auch noch Biohazard-Anzüge anhaben, macht mir das Ganze nicht gerade ein gutes Gefühl. Und alles ist verwüstet und zerstört. Überall Blut.
Electronic Development, Lasers Applications, Robotic Technologies, Laboratories, Restricted Area, Information Desk and Cafeteria, Archives and Documentation, Administration. Okay, ich denke mal, wir müssen in die Restricted Area hinunter. Und der Lift funktioniert bestimmt nicht mehr nach diesem Vorfall. Ich habe da gerade noch auf der anderen Seite was gesehen. Das interessiert mich jetzt, was ich hier machen kann. Ah, ein Bonus. Da habe ich nichts dagegen. Und nach unten. Es hört sich nicht so gesund an. Ah. Jetzt ist ein Koffer im Weg. Fire. Evacuate the building. Bin nicht so sicher aus. Aber let's go. Ganz ruhig. Solange er nicht wieder aufersteht, ist alles gut. Ich hoffe es zumindest, dass das nicht passiert. Leitet sich das Echo zu Jolies Kopf, bis sie einen Erinnerungsschub haben. Was? Diese Atmosphäre. Bin gut, dass ich erst gerade Outlast fertig gespielt habe und jetzt sowas. Oh Gott. Nur noch mehr Tod. Da drin. Holy shit. War jetzt gar nicht creepy. Immer schön schauen, ob ich irgendwas mit Eisen hier machen kann.
Scheint mir nicht so. Sieht gar nicht gut aus. Da kann ich mit dem Typen hier draußen was machen? Nee. Okay. Oh mein Gott. Holy shit. Sag mir jetzt nicht, dass die auferstehen. Go, 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 go. Oh mein Gott! Versuch's bitte von der anderen Seite. Okay, er liegt hier wieder. Welche Tür hier? Wo ist der Typ hin? Die Tür ist geöffnet. Ist das gut, was ich hier mache? Alert evacuating. Okay. Okay. Holy shit. Ich weiß. Ich fühle es auch. Sie sind hier. Bleib dicht bei mir, okay? Das ist irgendwie manchmal echt komisch. Bescheid, sie sind unterwegs. Holy fuck. Hier sind mächtige Kräfte am Werk. Das sieht mir was gar nicht gut aus. Okay, da müssen wir durch. Schon mal gut zu wissen. Aber hier gibt es auch noch jemanden. Oh Mann, Outlast-Flashbacks. Gar nicht gut. Lüftungsschächte. Noch weniger gut. In der Decke sind Schächte. Vielleicht, wenn ich da hochkomme. Wir sind schon drin im Luftschacht. Nur so zur Info. War ich wohl etwas zu schnell. Aber vor allem, wie kommen wir wieder hier raus? Oh no. Okay, da geht's durch. Toll. Los, gehen wir. Na gleich. Ich muss mich doch hier etwas umschauen, auch wenn wir vielleicht unter Zeitdruck sind. Da gibt's noch einen Typen. Da gibt's nachher auch noch zwei Leute.
Alles gut. Wir schaffen das. Oh mein Gott. Fucking hell. Mach das doch nicht mit mir. Okay, es wäre viel einfacher. Potente Konzentration von Energie. Die verwenden wir zum Öffnen eines temporären Brust. Wieso erzählt er das und das brennt im Hintergrund schon oder war jetzt das irgendwie überschnitten? Come on! Ruhe bitte! Ey, richtig das Horrorspiel hier. Der bringt mir genau gar nichts. Schön. No! Oh, ich bin doof. So. Ruhig bleiben! Jetzt ist der Alter überall! Und ein Feuerwehrmann auch noch. Oh Mann! Shit. Durch die Wand in die Wand geklatscht. Ein Feuerlöscher. Hier muss doch irgendwo so einer sein. Ah. Finde ihn einen. Gefunden. Aber der muss voll sehr heiß sein. Na gut, okay. Wenn du meinst. Okay, gut. Jetzt wohl hier lang. Und da lebt noch jemand. Da lebt noch jemand. Schnell, Jody. Holy shit. Ein lebendiger Leib verbrannt. Dem kann man nicht mehr helfen. Oh Mann. Es ist richtig schlimm, was hier passiert. Alter, wie heiß das sein muss und die geht hier einfach durch wie gar nichts. Ich bin Jody. Ich arbeite mit Professor Dawkins. Resistenzen. Sie sind ins Labor eingedrungen.
Kreaturen aus der Tiefe. Ich habe mich versteckt. Aber sie sind hier. Ich weiß, sie sind hier. Sie müssen zum Aufzug gehen. Er funktioniert jetzt. Sie kommen damit hier raus. Du bleibst hier? Aber diese Dinger, die Dinger werden dich töten. Ich bin nicht allein. Wir alle treffen den Tod allein. Oh no, komm schon. Stirb, du Miststück! Stirb! Holy shit. Oh, der Kopf! Was muss ich hier? Warte! Go, 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 go! Oh shit! Los! Mach ihn fertig. Oh shit. Mach den mit der Spalche weg. Nein. Ich bin so schlecht darin. Go, 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 go. Los, los, Jody, los, los, los. Holy shit. Holy fuck. Ich und Quicktime Events, nie eine gute Kombination. Ist er wirklich tot? Okay, sieht so aus. Okay, geschafft hat es leider nicht. Die muss so psychisch durch sein am Schluss. Ja, genau. Einfach alles auslöschen. Hauptsache Tod und Zerstörung. Lass Alten das mal machen. So. Bleib bei mir, okay? Okay. Jody. Gut. Alter! Gefällt mir alles gar nicht. Wo geht's lang? Oh shit! Oh. Shit! Kann die hier sterben? Gott, Alter. Oh mein Gott. Die
nächste Tür. Wenn ich jetzt zugehen würde. What? Vom Feuer in die Kälte. Biohazard. Authorized personal only. Der Kondensator ist nah. Ich fühle das Echo der anderen Seite. Lass uns vorsichtig sein. Möglicherweise kommen wir ungesehen durch. Ungesehen? Als ob. Diese Identitäten sehen uns schon die ganze Zeit. Gleich passiert irgendwas. Spür's doch. Es ist doch so klar. Gleich wird irgendwas passieren. Okay, und hier gibt's irgendwie einfach gar nichts. Kann man für nichts hier rein? Wenn die jetzt gleich alle aufstehen. Man braucht eine Karte. Verdammt. Oh no. Irgendjemand hat die Karte. Irgendjemand wird gleich aufwachen. Auch nichts, ne? Oh mein Gott, die Kamera! Oh Mann! Wie die gestorben sind. Und der hier. Rückgrat gebrochen. Und erfroren über dem. Wer hat die Scheißkarte? Niemand. Stimmt, du hast eine Karte. Aber du wirst gleich aufwachen. Ich sehe das schon. Oder das ist nur sein Ausweis. Was machen wir hier bloß? Hallo? Ja, und jetzt? Hä? Kann Aiden hier irgendwas machen? Okay, das kann er machen. Aber das bringt mir gar nichts gerade. Hä? Wann muss ich denn hier... durchsuchen? Oder muss ich zurück? Okay, nein. Irgendjemand muss doch hier eine Karte haben.
Sehr komisch. Kinetik. Aber der Typ hier hat doch irgendwas, oder ist das nur sein Ausweis? Ja, jetzt kann ich's nehmen. Wow, danke. Treffer. Es war so klar. Alter, die Köpfe. Oh no. Los! Holy shit! Aber sie sprang doch nach vorne. Komm schon! Komm schon! Ein! Ich brauch dich jetzt! Steh auf, verdammt! Aiden macht das schon für dich. Keine Angst. Wie kommen wir hier wieder heraus? Das ist meine größte Sorge. Wenn wir es lebendig herausschaffen würden. Oh Mann. Panel located inside. Restricted area. Jetzt kommen wir mal zum Herz des Ganzen. What the shit? Sieht gar nicht gesund aus. Irgendwas passiert da. Der Energielevel im Kondensator steigt immer noch weiter. Wir müssen ihn jetzt runterfahren. Los! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Mein Gott. Oh, du Scheiße. Zur anderen Seite. Ein Portal zu Narnia. Da tut sich gar nichts. Oh, Scheiße. Das Mist ging nicht. Ernsthaft? Wir sollen jetzt da rein? Jody. Ist das denn fucking ernst? Ich sprinte ganz schnell zur Konsole. Ich renne und du beschützt mich vor den Existenzen, okay? Wir werden so sterben. Du wirst so sterben, Jody.
schon. Los. Schneller. Go, 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 go. Oh shit, da hätte ich was machen müssen. Fuck. Los, Jody. Kerl. Lass mich in Ruhe. Holy shit. Die Leiter! Eilen los! Go, go, go! Wieso direkt über die Mitte? Das ist mega gefährlich. Was? Wo lang? Lass sie los! Loslassen! Los, weit, Jody! Go, 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 go! Komm schon! Du schaffst das! Holy shit! No! Was muss ich machen? Wo? Fucking hell! Ich sehe hier gar nichts mehr. Lass los! Jody. Go. Komm schon. Los zur Konsole. Jetzt aber schnell. Wird eh noch was passieren. Oh shit! Den Sprung habe ich nicht gesehen. Haben wir es geschafft? Oh shit. Du Scheiße. Wir haben es geschafft. Und das lebendig. Ein wahres Wunder. Aiden? Oh. Shit. Aiden, bist du da?
dachte, du wärst weg. Sie hängt an ihm. Aber ohne ihn würden wir hier auch nicht mehr herauskommen. Jody. Ich hätte dich da niemals reinschicken dürfen. Es ist alles meine Schuld gewesen. Es war meine Schuld. Mein Gott, ich hatte solche Angst, dich zu verlieren, Jody. Lass nicht zu, dass sie das wieder tun. Wenn sie ein Portal öffnen, wird alles verloren sein. Heilige Scheiße. Der Kondensator. Sie und so viel Prozent dran spielen, haben diesen Weg genommen. Channeling. Channeling mit allen Leichen, was? 25%. Channeling. Okay, keine Ahnung, was das bedeuten soll. Kondensator ausgeschaltet, 80%. Besessenen Wissenschaftler umgebracht, 95%. Puh. Das war vielleicht mal eine Folge. Hat mich echt an Outlast und Stranger Things erinnert. Mega krass. Nun gut, das war's für diese Folge. Keine Ahnung, was uns hier noch alles erwartet in diesem Spiel. Das ist so krass. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Beyond Two Souls. Bis dann. Tschüss. I was wrong. The words I spoke. I've been saying many things that are hurtful. Your tears shed eyes. Your fragile mind. 'Cause I'll be dancing on my own tonight. I know December's hard to cope with. I know I cost you lots of pain. But I did not mean to let you down this way. But I know deep inside, I let your smile fade away. I let your smile fade away. I remember when we used to lay on the grass and watch the sun go away, but now you're gone.